Ich war letztens in einer komischen Situation. Und zwar habe ich meiner Cousine ein, hat mir meine Cousine ein Zelt geliehen. So, ich wollte jetzt nicht campen gehen oder so. Ja, weil so, come on, ich bin fucking rich, Alter. Aber nee, ich will jetzt nicht prahlen, aber stimmt schon. Nee, jedenfalls hat mir meine Cousine ein Zelt geliehen. Ist ja auch egal, warum. Fakt ist, ich habe dieses Zelt verloren. Dieses Zelt ist nicht mehr in meinem Besitz. Wie viele Zelte ich hätte haben sollen? Eins. Wie viele Zelte ich am Ende besaß? Null. Niente. Nada. Aber jedenfalls, meine Cousine brauchte dieses Zelt wieder. Und an sich wäre mir das egal, so, weil ich habe mit meiner Cousine nicht viel zu tun. Ja, ich glaube, die weiß nicht mal genau, wo ich wohne. So, aber unsere Eltern kennen sich halt noch von früher und und deshalb wollte ich ihr das Zelt schon wiedergeben, weil sie wollte zelten gehen. Ich sage übertrieben auf das Wort Zelt. Meine Cousine wollte zelten gehen, ja, mit ihrem Mann und ihrem kleinen Baby. Jetzt könnte man sagen, so ein kleines Baby, das hat auf dem Zeltplatz genauso viel verloren, wie du Zelte besitzt. Nämlich null. Niente. Nada. Aber ich musste dann halt ein Zelt irgendwie kaufen, um es wieder gut zu machen. Und wenn man ein Zelt kaufen will, dann stellen sich einem im Wesentlichen drei Fragen. Nämlich wo? Ne, jetzt mal ernsthaft, wo? Und wo? Ich habe als erstes natürlich an Tchibo gedacht. Aber ey, nicht mal Tchibo hat Zelte. Ich meine, klar haben die Strandmuscheln. Ich meine, klar haben die Gartenpavillons. Klar haben die Überzelte für Zelt. Aber Zelte, jock. Dann war ich ein bisschen in Zugzwang, weil ich meiner Cousine natürlich die ganze Zeit gesagt habe, ja klar, ich habe dein Zelt. Ich bringe jetzt gerne nachher vorbei, Sarah, ich liebe dich. Wir sind Familie, Sarah. Dann war ich halt ein bisschen im Zugzwang, habe mal so ein bisschen recherchiert so, und dann habe ich rausgefunden, dass es. Und dann habe ich herausgefunden, dass es anscheinend so etwas wie Zeltgeschäfte gibt. Da dachte ich mir dann auch, okay, schon ein bisschen speziell. Wenn ihr meint, ihr Creeps. Aber das kam mir in dem Moment ja ganz gelegen und da bin ich hin in das Zeltgeschäft. Und dann habe ich mir da den ersten Uli, der da arbeitet, gegriffen. Und habe gesagt. Und habe gesagt, Entschuldigung. Ich brauche ein Zelt. Und dann meinte der Typ, ja, am Wasser. Da habe ich gesagt, gut, nehme ich. Ja, welches denn? Na, das Zelt. Naja, es gibt schon verschiedene Zelte. Und dann dachte ich so, er will mich verarschen, ja. Dann habe ich so gemacht. Dann hat er mich so richtig böse angeguckt. Und dann wusste ich nicht, ob er einfach nur einen sehr guten Humor hat und den Witz einfach knallhart durchzieht. Oder ob ich ihn irgendwie in seiner Zeltehre verletze. Dann dachte ich mir, spiele ich den Witz erstmal mit. Da habe ich gesagt so, okay, was habt ihr denn so für verschiedene Zelte? Dann hat der Typ gesagt, pass mal auf, du Arschloch. Entweder du kaufst jetzt ein Zelt oder verpiss dich. Dann hab ich gesagt so, ja, ich will doch ein Zelt! Ja, welches denn? Dankeschön.